Rio Tinto gehört zu den größten Rohstoffkonzernen der Welt und schüttet auch eine recht interessante Dividende aus. Wir wollen uns heute den Konzern und die Aktie dahinter etwas genauer anschauen und klären, ob es derzeit eine Investition wert ist oder ob man besser abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über Rio Tinto, den Rohstoffkonzern. Und das Ganze basiert natürlich wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr von samstags bis dienstags darüber abgestimmt, welche Aktie ich mir etwas genauer anschauen soll. Dementsprechend schreibt gerne in die Kommentare, welche anderen Aktien du in der nächsten Umfrage gerne sehen würdest und stimm mit ab in dem Zeitraum, welche Aktie ich mir dann nächsten Freitag genauer anschauen soll und welche ich analysieren soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit Rio Tinto und der Aktienanalyse. Genauer gesagt dem Update, denn die letzte Aktienanalyse ist schon über ein Jahr her und zwar im März 2022 habe ich die letzte Aktienanalyse bzw. auch die erste zu dem Konzern gemacht und wir wollen uns mal anschauen, was hat sich seitdem entwickelt, was ist eingetroffen, was ist vielleicht auch weniger eingetroffen und was hat sich vor allen Dingen verändert bei dem Unternehmen. Aber wie immer starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und der geht hier zurück bis 1997. Wie so oft bei Rohstoffkonzernen sehen wir eine sehr, sehr volatile Entwicklung. Zwar grundsätzlich schon durchaus eine Steigerung, ganz langfristig, aber durchaus eben auch immer wieder lange, lange Seitwärtsphasen oder eben auch sehr, sehr scharfe Einbrüche. Und wir sind heute so ungefähr auch auf den Niveaus, die wir 2008 hatten. Nur eben die letzten Jahre ging es hier deutlich nach oben, aber auch seit der letzten Aktienanalyse, genauer gesagt hier eigentlich so seit 2021 eher zur Seite, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hätte man vor 10 Jahren investiert, dann wären heute aus 10.000 Euro nochmal ungefähr Kursgewinne von 6.800 gewesen. Dividenden machen sehr viel aus, 10.200 macht eine Gesamtrendite von 170% oder 10% aufs Jahr gerechnet. Aber das kommt eben vor allen Dingen durch diesen starken Anstieg, den man hier sieht, beziehungsweise hier über diese Anstiege. Die letzten ein, zwei Jahre war davon leider dann nicht mehr ganz so viel zu sehen. Schauen wir uns mal an, wie hat sich Rio Tinto verhalten im Vergleich zu Indizes. Und da schauen wir uns das mal an, auf der einen Seite zum MSCI World. Da ist tatsächlich der MSCI World über die letzten 10 Jahre stärker gelaufen, beziehungsweise sogar noch ein bisschen länger. Wir gehen hier zurück bis 2005 und das hängt damit zusammen, dass wir hier auch nochmal den Rohstoff-ETF, den XLB, mit drin haben, in dem auch mehrere andere Rohstoffunternehmen drin sind und auch eben Mining-Unternehmen, also Minenbetreiber oder eben auch die sonstiges mit eben Rohstoffen, Materialien und sonstigem zu tun haben. Und da sehen wir tatsächlich, der ETF hätte sich dann noch besser entwickelt als Rio Tinto, der MSCI World ebenfalls besser als Rio Tinto und das Ganze eben hier seit 2006 damals, als beide tatsächlich oder alle Indizes tatsächlich auch in der Börse gelistet waren. Vor allen Dingen den XLB gibt es eben erst seitdem. Schauen wir uns mal an, wie Rio Tinto sich im Vergleich zu Wettbewerbern entwickelt hat. Da fällt vor allen Dingen Fortescue Metals auf. Die haben gerade die letzten Jahre hier eine starke Steigerung erlebt. Gerade so nach Corona ging es ja extrem nach oben, seitdem eigentlich auch zur Seite. Als ob so Corona das Ganze wach geküsst hätte, kann man sagen. Also wirklich nach oben geschossen, seitdem hier oben. Dementsprechend hier über einen Zeitraum, diesmal wirklich von 10 Jahren, 255%. Auf Platz 2 dann die brasilianische Vale, 62%. Wir haben dann Rio Tinto mit 37% über 10 Jahre, reine Kursentwicklung natürlich. Dann BHP, auch ein direkter Wettbewerber, 21%. Anglo American, 10%. Oder die ArcelorMittal, die ist sogar im Minus, minus 32%. Was man bei allen sieht, ist, hier eigentlich bis Corona oder kurz vor Corona lief es bei allen naja, eher so mäßig zur Seite und dann eigentlich mit diesem Rohstoffmangel, mit den Lieferkettenschwierigkeiten und den stark explodierenden Rohstoffpreisen ging es hier für alle Werte eher tendenziell nach oben, bei Fortescue am stärksten, aber bei den anderen auch. Seitdem ist hier tatsächlich eher so eine Pause eingetreten und es geht nicht wirklich voran, aber das gucken wir uns gleich in der Chartanalyse mal noch ein bisschen genauer an. Wo reiht sich Rio Tinto im Prinzip ein? Einfach nochmal so ein Blick auch auf das, was wir schon in der letzten Aktienanalyse besprochen hatten. Rio Tinto gehört hier eben im Prinzip zu den größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir haben hier gerade BHP als eigentlich das größte Unternehmen gesehen. Fortescue ist ebenfalls hier in diesem Bereich und von Unternehmen, die vor allen Dingen im Bereich dieser Eisenerzentwicklung drin sind. Dann gibt es hier so ein paar Nickel-Anbieter, dann hier Anglo American, die sind auch durchaus in so einem Bereich wie Diamanten tätig, aber sind tatsächlich auch in diesem Minenbereich hier aktiv. Wir haben hier dann Newmont Gold, da sind eher so die Goldanbieter hier mit drin. Dann haben wir hier Vale hier rechts und Glencore, auch das Anbieter auch von Eisenerz unter anderem. Rio Tinto auch sehr stark und BHP hier im Bereich Kupfer.
Und wir haben hier dann Unternehmen wie Barrick, Nutrien, Wheaton und so weiter, die eben auch im Bereich Phosphate und anderen Dingen aktiv sind. Man kann die Unternehmen nicht genau einzeln einteilen, weil sie sind meistens in mehreren Bereichen tätig. Und das sieht man auch ganz schön, wenn man jetzt hier mal auf die Produkte angeht, die Rio Tinto vor allen Dingen anbietet. Dann ist es hier Eisenerz, Aluminium, Boron, Lithium, Kupfer und Titanium. Das sind so die Hauptprodukte, für die Rio Tinto hier tatsächlich aktiv ist und eben Minen betreibt. Und das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, wie sich das tatsächlich umsatzseitig dann auch verteilt. CEO des Unternehmens ist immer noch Jakob Stausholm. Er ist seit Januar 2021 CEO, führt das Unternehmen nach wie vor. Und was wir letztes Jahr noch nicht so drauf geschaut haben, ist tatsächlich die Eigentümerstruktur. Und was man hier ganz schön sieht, ist, natürlich großteils sind es tatsächlich hier institutionelle Investoren mit rund 47%, auch klassisch BlackRock, Capital Research, Vanguard, aber auch der norwegische Staatsfonds ist mit 2,4% beteiligt. Interessant ist dann eher die strategischen Eigentümer. Da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass vor allen Dingen die Aluminium Corporation of China mit knapp 15% beteiligt ist. Alle anderen Beteiligungen sind dann eher ein bisschen geringer. Auch der CEO Jakob Stausholm gerade mal mit 0,01%. Das sind so Dinge, die dann typischerweise auch über Aktienoptionen und sonstigem vergeben werden. Das sind zwar größere Beträge von 5,7 Millionen, das ist natürlich nicht wenig. Nichtsdestotrotz gehört das meistens irgendwo zur Managementvergütung mit dazu. Wenn wir mal drauf schauen, wie hat sich denn der Umsatz entwickelt seitdem? Da gucken wir auf mal die Umsatzentwicklung hier vom 25.03. Da haben wir ja schon gesehen, dass der Umsatz durchaus immer sehr stark schwankt, abhängig ist natürlich von den Rohstoffpreisen. Wir haben auch gesehen, dass wir damals eine Marge hatten von um die 45% operativ und 33% netto. Und Analysten haben hier schon damit gerechnet, dass sowohl die Marge als eben auch der Umsatz zurückgeht, weil das natürlich mit den schwankenden Rohstoffpreisen zusammenhängt. Und dann schauen wir mal an, was sich jetzt tatsächlich entwickelt hat. Und es ist auch wirklich so gekommen, der Umsatz ist zurückgegangen, er soll auch noch weiter zurückgehen und vor allen Dingen sind die Margen runtergekommen. Die operative Marge von über 40% nur noch bei 30%, die Nettomarge mittlerweile nur noch bei 22%. Also die Margen sind noch stärker unter Druck gekommen, als die Analysten das sogar erwartet hatten. Der Umsatz sogar ein bisschen stabiler geblieben, kann man sagen. Wir gehen nochmal zurück. 45 Milliarden haben wir jetzt. Damals hatten wir 46 Milliarden, also er ist relativ stabil geblieben, auch wenn es eine Milliarde runterging. Wir reden hier übrigens über britische Pfund und die Marge ist aber deutlich unter Druck gekommen und ist deutlich zurückgegangen. Und das ist natürlich auch immer ein dauerhaftes Problem, denn Gewinne sind das, was im Prinzip langfristig die Aktienkurse treibt. Und wenn dann natürlich die Marge zurückgeht oder eben sehr stark schwankt, ist das nicht so sonderlich praktisch für den Aktienkurs. Schauen wir uns mal an, wie hat sich denn hier tatsächlich die Produktion oder das Verhalten der einzelnen Produkte entwickelt. Wir sehen hier damals am 25.03.2022, der Großteil des Umsatzes, der kommt eben hier aus Eisenerz, 59%, der zweitgrößte Bereich mit rund 19% Aluminium und dann kommt Kupfer hier mit 12%. Alles Restliche, das verhält sich hier unten so um die 10%, das war damals. Jetzt ist interessant zu sehen, dass aus den 59% Eisenerz mittlerweile nur noch 53% gewesen ist. Das heißt, vor allen Dingen kommt dieser Umsatzrückgang durch den Rückgang von Eisenerz, Umsätzen und vor allen Dingen dem Geschäft. Wiederum das Aluminiumgeschäft, das ist um 5% gestiegen auf mittlerweile 24%. Auch das sonstige Mineraliengeschäft ist mittlerweile der drittgrößte Bereich. Das heißt, Lithium und sonstige Dinge haben eher zugenommen und Kupfer ist auch leicht zurückgegangen. Das heißt, auch hier sehen wir den Umsatzrückgang, sehen, dass es vor allen Dingen eben aus dem Kerngeschäft des Eisenerzes kommt, dass vor allen Dingen da die Nachfrage zurückging. Und auch da ist interessant mal zu sehen, das hängt vor allen Dingen hier mit dem größten Markt zusammen. China hat damals, als ich das letzte Video aufgenommen habe, 57% ausgemacht vom Markt und mittlerweile sind das eben 54%. Wir sehen, dass gerade der Hauptmarkt China extrem stark zurückgegangen ist, auch wenn andere Märkte wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten durchaus sehr stark gestiegen sind, von 13% auf 16%, konnte das nicht ausgleichen, weil wir auch in anderen Märkten eben hier Rückgänge hatten. Zum Beispiel hier auch der restliche asiatische Bereich ist von 9% auf 7% zurückgegangen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen gerade so diese Hauptabsatzmärkte in Asien, das ist eben das, wo es eben auch durch diese wirtschaftliche Abschwächung, die Wachstumsprobleme, die China ja durchaus hat, damit zusammenhängen, dass hier eben auch der Umsatz zurückgekommen ist. Und das ist ja auch etwas, was gerade erst vor kurzem getitelt worden ist. Die träge chinesische Wirtschaft, die kommt eben diesen ganzen Bergbaukonzernen, vor allen Dingen auch Rio Tinto,
bekommen sie eben einfach zu spüren. Und das ist das, was wir bei den Umsätzen und bei den Gewinnen sehen, diese große Abhängigkeit zu China und eben auch der Wirtschaftsentwicklung in China, die jetzt natürlich durch Corona und diese strikten Maßnahmen, die dort eben stattgefunden haben und aber auch diese Entkoppelung vom chinesischen Geschäft, dass man sich immer mehr anderen Ländern zuwendet, eben Insourcing in die eigenen Länder, aber eben auch in andere Länder wie Indien, dass das eine immer größere Rolle spielt. Und da wird es jetzt natürlich für Rio Tinto schwierig bzw. herausfordernd, eben die anderen Märkte stärker ins Visier zu nehmen. Man hat ja gesehen, dass sie in Amerika zum Beispiel gewachsen sind, während sie in China zurückgekommen sind. Das heißt, diese Verschiebung, die sieht man durchaus, dieses Entkoppeln von China. Aber man sieht es eben noch nicht so extrem, dass es komplett bei Rio Tinto die Umsätze ausgleicht. Also scheinbar geht da trotzdem etwas von Rio Tinto weg, was problematisch ist. Gehen wir mal auf die Gewinnentwicklung, mal über alles hinweg. Dann haben wir damals ja gesehen, dass der Gewinn wirklich sehr, sehr stark angestiegen ist, zusammen auch mit der Dividende, eben dadurch, dass die Rohstoffpreise auch sehr stark angestiegen sind. Auch hier wurde davon ausgegangen, dass der Gewinn zurückgeht. Und ja, das ist auch passiert, tatsächlich aber deutlich schärfer, als man das erwartet hat. Man hat hier eigentlich eher noch ein Plateau erwartet und dann einen leichten Rückgang. Was gekommen ist, war ein sehr, sehr starker Rückgang beim Gewinn. Also hat man eben diese Margeneinbußen nicht so extrem erwartet, wie sie dann schlussendlich gekommen sind. Und wie aber auch erwartet worden ist, die Dividende zurückgegangen. Aber da sprechen wir dann ebenfalls auch gleich nochmal drüber. Wenn wir mal reinschauen in die Kennzahlen des Unternehmens, dann sehen wir jetzt aktuell eben auch ein KGV von 11, bereinigt von 10. Das ist knapp auch an den historischen Durchschnitten der letzten 10 Jahre dran. Das heißt, da sind wir auch so ein bisschen von dieser Überbewertung, die wir da mal hatten, jetzt so Anfang des Jahres runtergekommen. Letztes Jahr tatsächlich waren wir da sogar noch ein bisschen niedriger, was einfach damit zusammenhängt, der Kurs ist nicht wirklich vorangekommen. Aber dadurch, dass der Gewinn eben so stark zurückgegangen ist, dadurch sind wir natürlich ebenfalls hier nach oben gegangen, was diese Bewertung bzw. die Kennzahlen angeht. Schauen wir uns das mal an im Vergleich eben zu Wettbewerbern und sehen wir eben hier Rio Tinto, bereinigter Gewinn 10, BHP 12, Fortescue auch 12, Vale 4 oder Anglo American auch 10, also meistens so in einem ähnlichen Bereich, außer dann eben hier Vale aus Brasilien, die eben hier deutlich niedriger, aber eben manchmal auch gar nicht im Gewinn, wie man dann hier hinten an diesen Schwankungsbreiten sehen kann. Schauen wir uns mal die Dividendenentwicklung an und da sehen wir ja, und das hatten wir damals schon gesprochen bei dem Video vom März 2022, dass die Dividende ja durchaus sehr interessant war damals, ne? Die lag ja so bei 12-14% in dem Bereich, aber, und das habe ich damals schon darauf hingewiesen, es ist eben so ein Unternehmen, was durchaus auch die Dividende senkt, wenn die Rohstoffpreise zurückgehen und dementsprechend auch die Gewinne zurückgehen. Was ist gekommen? Genauso wie es eigentlich prognostiziert worden ist, sogar noch ein bisschen stärker ging die Dividende jetzt hier zurück. Mittlerweile hat man immer noch eine attraktive Dividende von 8%, wenn man jetzt einsteigt, aber auch die soll weiter fallen und das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn natürlich die Gewinne zurückgehen, dass natürlich dann auch die Dividende entsprechend zurückgeht. Also man darf bei solchen Dividendenrenditen, die man jetzt einfach nur einmalig sieht, wenn man 8% oder 10% sieht, nie darauf schließen, dass das immer so bleibt, sondern wenn ein Unternehmen natürlich die Dividende kürzt, dann kriege ich in Zukunft auch weniger und das muss einem da tatsächlich einfach bewusst sein. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein, dann hier im Piotrowski-Score 5 von 9 Punkten, also eher ja gerade noch grünes Mittelmaß. Kapitalrendite sinkt, Liquidität ist gesunken, Margen sind deutlich gesunken, Produktivität ist gesunken und man sieht ja auch, wie in der Vergangenheit das tatsächlich immer mal wieder geschwankt hat, teilweise auch im Negativen war, gerade beim Gewinn und das hängt halt einfach mit den Rohstoffpreisschwankungen zusammen. Schauen wir uns mal die Bewertung im Aktienfinder an und auch da gucken wir erstmal in die Vergangenheit zurück. Aus dem Video von März 2022, da waren wir hier ungefähr ja so auf diesen Hochpunkten, die wir vorher hatten. Und da war im Prinzip laut Analystenschätzungen ein Rückgang wahrscheinlich bis Ende 2025 von um die 7%. Tatsächlich ist es dann stärker zurückgekommen. Also wir sind tatsächlich von hier bis heute alleine schon um die 7% gefallen. Nicht unbedingt ungewöhnlich. Wir sind aber im Großen und Ganzen eher so seitwärts bergab gelaufen. Und wenn man dann mal schaut, dann wird mittlerweile auf dem niedrigeren Niveau bis Ende 2026, also mittlerweile ein Jahr weiter, eine Steigerung von 25% erwartet. Aber diese Steigerung soll erst tatsächlich in 2026 kommen. Und wie immer bei Schätzungen, die so weit in der Zukunft liegen, naja, da ist sehr, sehr viel ungefähre Glaskugel dabei, würde ich mal sagen. Dementsprechend würde ich darauf noch nicht so viel geben. Und auf den gesamten Zeitraum bis dahin wären tatsächlich sogar noch weitere Rückgänge durchaus möglich und wahrscheinlich. Und das darf man tatsächlich bei der Aktie im Moment nicht unterschätzen. Aber wir gucken uns mal den Chart an und schauen mal, was uns das sagt. Denn der Chart hilft uns natürlich einzuschätzen, nicht nur was Analysten denken, also einzelne Meinungen, sondern
Was denken im Prinzip denn die breite Masse des Marktes und vor allen Dingen die, die nicht nur reden, sondern die, die dann tatsächlich auch das Geld investieren? Zu Analysten habe ich jetzt erst vor kurzem am Dienstag ein Video rausgebracht, beziehungsweise kommt tatsächlich nächsten Dienstag, so muss ich es genauer sagen. Am Dienstag kommt ein Video zu Analysten, da gehe ich dann nochmal ein bisschen genauer darauf ein, warum das auch gefährlich sein kann. Ich habe jetzt auch vor kurzem YouTube Short veröffentlicht, kann ich ebenfalls gerne mal hier verlinken zu Analysten. Das war schon so eine kleine Zusammenfassung, aber da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Ja, wenn wir nochmal den Rio Tinto Chart sehen, das ist im Prinzip der langfristige, den wir vorher auch schon gesehen haben, dann ist es vielleicht mal interessant, weil wir ja jetzt auch darüber gesprochen haben, dass es sich sehr, sehr stark auch in den Rohstoffpreisen entwickelt, mal zu schauen, wie die sich entwickeln. Und das haben wir damals auch schon gemacht und haben hier den CRB-Index genommen. Der CRB-Index ist im Prinzip eine Zusammenfassung aus verschiedenen Rohstoffen. Man kann schauen, einfach wie die Rohstoffmärkte an sich sich entwickeln. Und was wir da sehen, ist, dass Rio Tinto sich da schon orientiert. Also wenn die Rohstoffpreise stark steigen, dann steigt die Aktie. Wenn die Rohstoffpreise fallen in Orange, dann fällt auch Rio Tinto hier in Grün. Das sehen wir ganz schön. Und seit ungefähr 2016 gibt es hier eine gewisse Diskrepanz. Das habe ich auch damals schon angesprochen im letzten Video. Die Aktie ist stark gestiegen, die Rohstoffpreise noch nicht. Die Rohstoffpreise kamen dann erst 2020 tatsächlich hoch, sind jetzt aber schon wieder am Fallen und Rio Tinto noch nicht. Jetzt kann man sagen, naja, scheinbar entkoppelt sich ja Rio Tinto von den Rohstoffmärkten. Ganz so ist es nicht, denn wenn wir uns mal nur Eisenerz anschauen, das heißt auch hier wieder in Orange Eisenerz und in Grün Rio Tinto, naja, dann sehen wir, dass die Eisenerzmärkte und Rio Tinto eigentlich ziemlich identisch laufen. Natürlich manchmal kleine Unterschiede, aber wenn Eisenerz fällt, fällt die Aktie. Wenn Eisenerz steigt, dann steigt die Aktie und zwar ziemlich im Gleichtakt. Und was wir auch sehen können, seit Eisenerz fällt, geht es bei Rio Tinto auch nicht so richtig voran. Wir sehen aber eine gewisse Diskrepanz und diese Diskrepanz, die man in der Vergangenheit auch schon mal hatte, hat immer dazu geführt, dass die Aktie im Nachgang ebenfalls gefallen ist. Also so etwas darf man da nicht übersehen und aus meiner Sicht, wenn Eisenerz hier nicht bald eine Wende nach oben macht, dann wird wahrscheinlich Rio Tinto eher die Wende nach unten weiter einleiten und das muss man einfach damit betrachten. Das heißt, wenn man in solche Rohstoffaktien investiert, dann sollte man auch die Rohstoffpreise mit im Blick haben, gerade bei solchen Aktien, die ja über einen längeren Zeitraum seit 2008 bis heute überhaupt gar keine Kursentwicklung gebracht haben. Das heißt, wenn, dann ist man da nur aus der Dividende vielleicht investiert und ansonsten hält man am besten sozusagen die Augen vor der Kursentwicklung weg und freut sich über die Dividende und dann ist es okay. Und bei der Dividende muss man auch gewisse Schwankungen ertragen. Aber so als klassische langfristige Anlage, die langfristig eher steigt, sind diese Rohstoffunternehmen eigentlich eher nicht unbedingt geeignet. Ansonsten schauen wir uns mal an. Wir hatten damals hier in der März 2022 Analyse hier so ein durchaus aufsteigende Entwicklung des Kurses gesehen. Leider halt erst seit 2016. Wie gesagt, auf den Niveaus seit 2008 sind wir ungefähr immer noch. Aber seit 2016 ging es sehr schön nach oben. Und wir haben hier oben aber ein Plateau gehabt, so ungefähr bei 6.400 bis 6.800 britische Pence. Wir gucken das jetzt hier im Heimatmarkt in Großbritannien an. Und wie hat sich das jetzt entwickelt? Naja, eigentlich hat sich nicht viel getan. Wir sind hier immer noch so zwischen 6.400 und 6.800 Pence. Und wenn man sich das mal anguckt, haben wir immer noch den Aufwärtstrend. Wir haben den weder nach unten verlassen, noch haben wir ihn irgendwie nach oben verlassen. Und beides ist möglich. Also es kann sein, dass wir hier nach unten durchbrechen. Falls wir den Eisenerzpreisen tatsächlich folgen sollten, dann würde es wahrscheinlich eher nach unten gehen. Die letzten Tage waren tatsächlich auch eher so ein bisschen abwärts getrieben. Oder es geht hier möglicherweise nach oben raus, wäre auch eine Möglichkeit, falls die Rohstoffpreise doch nochmal steigen, dass dann auch die Aktie mit oben rausschießt. Aber wenn man sich das mal ein bisschen anders betrachtet und auch ein bisschen langfristiger, dann sehen wir ja eben, dass wir auf den Niveaus von 2008 immer wieder solche Widerstände hatten und eigentlich immer eher wieder nach unten weggebrochen sind. Und was man auch sehen kann, ist, dass wir hier eigentlich wie so eine riesige Top-Formation haben, also wie so ein riesiges Top, das sich da bildet, ja einfach ein Deckel, der oben drauf ist. Und das hatten wir durchaus in der Vergangenheit eben auch schon mal, dass sich hier solche Deckel gebildet haben und dann ging es eher langfristig runter oder zur Seite. Und das ist durchaus möglich hier auch. Und ich hatte ja gerade schon den Aufwärtstrend gezeigt, das heißt, wenn die Aktie hier unten runterfällt, dann wäre das etwas, wovon ich mich auch trennen würde. Weil das kann die Dividende dann eigentlich gar nicht mehr ausgleichen, was ich da sozusagen an Kursverlusten hätte. Gerade wenn ich jetzt auf großen Kursgewinn sitze, würde ich mich damit befassen. Wenn ich sage, ach, mich interessiert es nicht und ich bin nur wegen der Dividende drin und mir ist bewusst, dass die mal runter und mal hoch geht, dann ist das auch in Ordnung, das ist auch eine Strategie, aber man sollte sich dessen einfach nur bewusst sein. Wie vielleicht schon klar geworden ist, eine Aktie für mich und für mein Ankerdepot ist es tatsächlich nicht. Habe ich auch nicht vor zu investieren.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich in Rio Tinto jemals investiert sein werde, zumindest nicht in meinem Ankerdepot. Vielleicht mal kurzfristig über irgendwelche anderen kurzfristigen Investitionen. Für solches zyklisches Trading ist so eine Aktie durchaus interessant. Für eine langfristige Investition, für mich zumindest, aber nicht. Aber wenn das für dich anders ist und du eine andere Strategie hast, kann das ja für dich interessant sein. Und wenn du sagst, naja, du möchtest aber lieber eine langfristige, ruhige, solide Strategie lernen, wo du auch besser mit schlafen kannst, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir, wo du stehst, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Schauen uns deine Strategie an und welche am sinnvollsten da zu dir passen könnte. Und dann freue ich mich, wenn wir uns kennenlernen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist. Ich hoffe, dieses Video hat dir schon was gebracht. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.